In Deutschland rumort es kräftig. Die Corona-Infizierten-Zahlen, die nehmen ab und die Proteste nehmen zu. Zu strikt seien die Maßnahmen, die auch die Wirtschaft nachhaltig kaputt machen würden. Einige sehen Verschwörungstheorien dahinter. Die anderen reden schon von einer fünften Amtszeit von Bundeskanzlerin Merkel, die im Bundestag dazu aufrief, weiterhin mutig und wachsam zu sein. Die Auswirkungen des Shutdowns sieht nun auch der Staat immer deutlicher. Bund, Länder und Kommunen fehlen 316 Milliarden Euro Steuereinnahmen bis 2024, so die jüngste Schätzung von Finanzminister Scholz. Wir schauen gleich auf die Finanzmärkte und wie sie in dieser Woche verloren haben. Und wir schauen uns Aktien an, die jetzt fast teurer sind als vor dem Börsencrash. Warum? Das klären wir jetzt bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Der DAX hatte Mitte März gut 40% verloren, Aktien schienen preiswert. Doch dann kamen immer mehr schlechte Unternehmensnachrichten und Konjunkturdaten, die nichts Gutes verhießen. Was bedeutete das? Wirtschaft und Börsen haben sich voneinander entfernt, entkoppelt. Wenn man auf das KGV, auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis guckt, dann sind viele Aktien heute teurer als vor der Krise. Ja, die sind natürlich teurer geworden, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis besteht ja aus zwei Faktoren. Zum einen ist es der Kurs, aber zum anderen ist es natürlich der Gewinn. Und das haben wir auch in den Jahren 2008, 2009 gesehen. Das ist Rezession, aber im Grunde implizit gegeben. Denn wenn mein G im KGV, also sprich der Gewinn, massiv runtergeht, dann steigt das gesamte KGV. Wichtig ist aber das, was ich danach erwarte, also sprich das Forward, das nach vorne gucken und die Aussage, wie sieht es denn dann im Jahr 2021 oder besser noch 2022 aus? Also wie teuer wäre die Aktie auf ein dann erhofftes KGV? Und das ist im Grunde der entscheidende Faktor, denn das zweite Quartal 2020 komplett hinüber ist und vermutlich auch das dritte nicht besonders dolle aussehen wird. Das ist jetzt am Markt landläufig bekannt. Ob es in den Kursen schon komplett drin ist, das können wir noch diskutieren. Und der DAX? Ja, der ging von fast 11.000 Punkte in dieser Woche auf unter 10.200 Zähler am Donnerstag. Wenn wir auf die Bankenlandschaft schauen, da haben Commerzbank und die Deutsche Bank ordentlich Probleme. Darüber reden wir gleich in den Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Jetzt schauen wir erst einmal auf den Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr jetzt euer Tradingwissen aufbauen oder vertiefen wollt, dann könnt ihr das bequem auch von zu Hause, nämlich bei den Webinaren der Trading House Börsenakademie. Die sind für euch kostenlos. Das nächste findet statt am 4. Juni, Chancen in der Börsenkrise mit André Stagge. Und am 17. Juni erfolgreich traden mit dem Trendfolgesystem Bluestar. Wie das alles funktioniert, findet ihr auch auf der Webseite www.trading-haus.de. Und wir schauen auf die Top-Aktienempfehlungen. Unsere erste Aktie, die wir für euch haben, ist Apple. Und dieser Titel hat sich sehr robust gezeigt. Wenn man im besten Fall immer von einer V-förmigen Erholung spricht, dann hat diese Aktie das vorzuweisen. Aktuell steuert die Apple-Aktie auf seine Jahreshochs bei $327,69 zielstrebig zu. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen eine Long-Chance. Aus dem Stand heraus ergibt sich nach kurzfristiger Auswertung der Apple-Aktie weiteres Kurspotenzial, zunächst in dem Bereich von $323,94. Darüber dürften dann die Rekordstände aus Ende Januar bei $327,69 einem Test unterzogen werden. Bestehende Long-Positionen sollten auf jeden Fall nun sehr viel enger abgesichert werden. Ein Niveau von $303 kann hierzu angesetzt werden. Das Chartbild kann weiterhin als bullisch bezeichnet werden. Deutschlands zweite größte Bank, die Commerzbank, hatte am Mittwoch die frischen Quartalszahlen vorgelegt. Besonders die Rückstellungen für faule Kredite schlugen mit einem Wert von 326 Millionen Euro in der Bilanz stark zu Buche. Ein Blick auf den Kursverlauf seit 2016 offenbart eine Fortsetzung der Achterbahnfahrt bei der Commerzbank. Die Tiefstände aus 2013, 2016 bei grob 5
1,55 € konnten im Zuge des Ausverkaufs Mitte März auch nicht verteidigt werden. Das Jahrestief wurde bei 2,79 € markiert. Der Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends seit Mitte März könnte bei weiterer Abgabebereitschaft zu Abschlägen zunächst auf die Jahrestiefs bei 2,79 € sorgen. Sollte diese Marke für keine nachhaltige Stabilisierung sorgen, müssten darunter Abschläge sogar auf ein Niveau von 2,42 € eingeplant werden. Wer unbedingt will, kann auf entsprechende Short-Instrumente zurückgreifen. Allerdings sollte der Kapitaleinsatz zurückhaltend eingesetzt werden. Das Risiko wird als hoch eingestuft. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert, postet das Video und wir sehen uns ansonsten in der kommenden Woche wieder. Das war Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.